Wir sind jetzt beim Tagesordnungspunkt 10, Fachkräfteeinwanderung. Es liegt vor ein Antrag aus der AfD-Fraktion, die nämlich dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz rückgängig machen will, weil sie sagt, wir haben so viele arbeitslose Deutsche im Moment oder ja, im Land aufgrund der Corona-Pandemie, die ansonsten auch schon mal ein bisschen bezweifelt wird. Und deshalb bräuchte es keine Fachkräftezuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt. Weitere Begründungen jetzt von René Springer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Alternative für Deutschland hier im Bundestag beantragt die Aussetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Warum halten wir das für erforderlich? Ganz einfach, weil die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung unser Land in ein Chaos gestürzt haben und viele Unternehmen und Beschäftigte damit geschadet haben. Die Arbeitslosigkeit ist um fast 30% gestiegen. Die Zahl der offenen gemeldeten Stellen ist massiv eingebrochen. Wir haben 600.000 Arbeitslose, wir haben 4 Millionen in Kurzarbeit. Viele davon werden nur noch einmal an ihren Arbeitsplatz zurückkommen, um ihren Schreibtisch auszuräumen. Und all diese Menschen schauen nun auf die Politik und fragen sich, was machen Sie eigentlich für diese Menschen? Die Bundesagentur für Arbeit sieht die Pleitewelle erst noch auf uns zukommen, und das staatliche Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung rechnet nicht damit, dass die Jobverluste so schnell ausgeglichen werden. In einer solchen Situation daran festzuhalten, ausländische Fachkräfte anzuwerben, halten wir für gefährlich, verantwortungslos und falsch. Jetzt muss es heißen, inländische Fachkräfte zuerst, deren Existenz und deren Zukunft muss jetzt an erster Stelle stehen. Wir wollen keine zusätzliche Konkurrenz am Arbeitsmarkt für diejenigen, die jetzt ihren Job verloren haben. Und wenn wir das Fachkräfteeinwanderungsgesetz dann ausgesetzt haben, dann sollten wir die Zeit nutzen, um diese völlig verfehlte Einwanderungspolitik der Bundesregierung zu korrigieren. Denn die Einwanderungspolitik der Bundesregierung löst keine Probleme, sie schafft zusätzliche Probleme. Die Bundesregierung ist verantwortlich für massives Lohndumping. Wir werben Fachkräfte an, die bereit sind, die Jobs, die es hier gibt, für 1.000 bis 1.500 Euro weniger im Monat zu machen. Die Bundesregierung ist verantwortlich für eine nie dagewesene, ich bin lauter als Sie, für eine nie dagewesene Einwanderung in die Sozialsysteme. Auf 100 Fachkräfte aus Drittstaaten, die hier einen Job annehmen, kommen 80, die Hartz IV empfangen. Wir haben Arbeitslosigkeit selbst in Mangelberufen. Schauen Sie sich die Altenpflege an. Da ist die Arbeitslosigkeit bei Deutschen zurückgegangen und bei Ausländern um 40% gestiegen. Im Mangelberuf Nummer eins. Und Sie alle kennen die Zahlen, denn es sind die Zahlen der Bundesregierung. Die Bundesregierung ist verantwortlich für eine nie dagewesene Abwanderung deutscher Fachkräfte. Jedes Jahr verlassen Zehntausende Deutsche dieses Land und kehren nicht wieder zurück. Ich höre niemanden, der nachfragt, so ist. Meine Damen und Herren, wir als Alternative für Deutschland rücken die Interessen der deutschen Arbeitnehmer wieder in den Mittelpunkt des politischen Handelns. Unterstützen Sie uns dabei. Ich freue mich auf eine sachliche Debatte. Vielen Dank. Die Meinung von René Springer aus der AfD-Fraktion, wo er Sprecher für Arbeit und Soziales ist, zum Thema Fachkräfteeinwanderung. Nächster Redner in dieser Debatte wird sein Matthias Middelberg, der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Herr Springer, Sie wünschen sich eine sachliche Debatte. Ihr Beitrag dazu war sicherlich der geringste Beitrag zur Sachlichkeit dieser Debatte. Das muss man vorab feststellen. In Ihrem Antrag ist die Rede auch noch von der Westbalkanregelung und vom Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wobei Sie dort alles durcheinander werfen in Ihrem Antrag, die Dinge nicht sorgfältig trennen können. Ich will mal ganz unbeschadet dessen, was ich vorbereitet habe, eine ganz grundsätzliche Bemerkung machen. Wenn wir uns mal über die Situation unserer Wirtschaft und unseres Arbeitsmarktes insgesamt ins Bild setzen, dann würden wir ohne ausländische Fachkräfte, ohne ausländische Arbeitskräfte überhaupt nicht mehr klarkommen. Wir hätten den wirtschaftlichen Erfolg der letzten Jahre und Jahrzehnte überhaupt gar nicht bewerkstelligen können, wenn wir nicht Kräfte von außen angeworben hätten und wenn nicht Menschen aus anderen Ländern bereit gewesen wären, in Deutschland hier zu arbeiten und mit zu unserem Wohlstand beizutragen. Das glaube ich.
sollte man mal der Fairness und der Ausgewogenheit halber wirklich feststellen. Wenn Sie sich einzelne Branchen ansehen, dann sehen Sie, dass im Reinigungsbereich 35% der Arbeitskräfte aus dem Ausland kommen. Gar nicht alle die mitgezählt, die vielleicht schon viele Jahre hier sind und längst eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. In der Lebensmittelherstellung, in der Lebensmittelverarbeitung sind es 32%, im Tourismus, im Hotel, im Gaststättengewerbe sind es 28%, im Bau ist es jeder vierte Arbeitnehmer. Das heißt, wir würden hier gar nichts mehr auf die Platte kriegen, um das mal deutlich zu sagen, ohne die Zuwanderung aus dem Ausland. So, und jetzt machen wir das nicht in der Art und Weise, wie Sie das geschildert haben, auch wie Sie in Ihrem Antrag geschrieben haben, es gäbe keine Vorrangprüfung mehr in all diesem Blödsinn. Sie kennen sich wirklich nicht aus und Sie können zur Sache auch nichts beitragen. Bei der Westbalkan-Regelung gilt durchgängig die Vorrangprüfung weiter. Das heißt, wir prüfen immer, ob wir inländische Arbeitskräfte haben, deutsche oder EU-Ausländer, die den Job machen können. Und erst wenn das nicht der Fall ist, kann eine Zuwanderung aus dem Ausland stattfinden. Was das Fachkräfteeinwanderungsgesetz angeht, liegen auch da die Prämissen erstmal auf der Qualifizierung der inländischen Kräfte, der Deutschen, aber auch der EU-Ausländer, aber auch der Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, die wir hier aufgenommen haben. Auch die wollen wir zunächst qualifizieren, in den Arbeitsmarkt bringen. Und da gibt es beachtliche und gute Erfolge. Und auch das muss man feststellen. So, ganz unbeschadet dessen will ich Ihnen mal sagen, wir haben, was die EU-Zuwanderung angeht, gewaltige Rückgänge. Das heißt, wir werden in Zukunft nur mit Zuwanderung aus den EU-Staaten gar nicht mehr klarkommen. Wir werden unsere Arbeitsplätze gar nicht mehr besetzen können. Wir haben dort einen Rückgang, erstes halbes Jahr 2020 im Verhältnis zum ersten halben Jahr 2019 von 29%. Und wir haben eine demografische Entwicklung, wo wir absehen können, dass im Jahr 2030 uns mindestens 10% weniger Arbeitskräfte hier im Inland zur Verfügung stehen werden. Das heißt, wir stehen vor der Frage auch in Zukunft, dass wir Fachkräfte auch aus dem Ausland akquirieren müssen. Deswegen haben wir das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht. Es ist auch auf manche Kritik gestoßen, weil wir da ein bisschen zu engherzig wären an der einen oder anderen Stelle. Ich sage Ihnen aber, ich glaube, wir haben es genau richtig gemacht. Weil wir haben in bestimmten Bereichen, wo es beispielsweise um ein 6-monatiges Visum geht, um hier einen Ausbildungsplatz anzunehmen, da haben wir die Qualifikationsanforderungen sehr hoch angesetzt. Und das ist auch richtig so, weil das eine allgemeine Anwerbung ist. Wir haben in anderen Bereichen, wo es etwa um IT-Kräfte geht, Spezialkräfte im IT-Bereich, haben wir sehr pragmatisch angesetzt, haben gesagt, wir verlangen nicht mal einen Bildungsabschluss, wir verlangen nur Berufspraxis, 3 Jahre einschlägige Berufspraxis und ein Mindestgehalt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kann jemand als IT-Fachkraft nach Deutschland zuwandern. Und das ist richtig so, dass wir die Bedingungen so sauber und sorgfältig differenziert haben. Das ist genau richtig so. Und wir haben, das stellen Sie in Ihrem Antrag auch fest, die Zahl der offenen Stellen ist zurückgegangen, das ist richtig, aber sie ist eben immer noch vergleichsweise hoch. Wir brauchen noch 40.000 Leute in Medizin- und Gesundheitsberufen. Wir haben 35.000 offene Stellen bei Mechatronik, Energie und Elektro. Und wir haben 15.000 offene Stellen bei Informatik und bei IT-Berufen. Also wir haben noch Bedarf und wir werden es weiterhin klug machen. Und wir sind auch beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz immer in der Lage, sauber und fein nachzujustieren. Denn wir haben auch da die Möglichkeit, dass wir jederzeit die Vorrangprüfung wieder in Gang setzen. Das geht qua Verordnungsermächtigung. Und wir können das sehr zielgenau machen für bestimmte Berufsgruppen und sogar für bestimmte Regionen in Deutschland. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, und da ziehe ich die Bilanz, dieses Gesetz, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, muss unbedingt in Kraft bleiben. Es ist aus meiner Sicht sehr zielgerecht und es ist ausgewogen. Und eine letzte Bemerkung, weil das bestimmt auch in dieser Debatte kommt, wie läuft das mit den Visa? Auch da haben wir die Visastellen, unsere Visastellen angewiesen, dass in Zukunft jeder, der sich nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz bewirbt, einen Antrag stellt, innerhalb von 3 Wochen seinen Antrag stellen kann bei den ausländischen Visastellen. Und wenn das nicht klappen sollte, dann wenden Sie sich freundlicherweise an das Auswärtige Amt. Das wird leider von der Union jetzt seit 60 Jahren nicht mehr geführt. Der letzte Amtsinhaber, den wir 1963 gestellt hatten,
Das war Gerhard Schröder, aber der andere Gerhard Schröder. Nicht der, der sich jetzt als Laufbursche zur Verfügung stellt, sondern der andere. Herzlichen Dank. Matthias Mittelberg noch mit einer Spitze gegen Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Die Debatte aus den letzten Tagen und seine Äußerungen zum Fall Nawalny sind ja weitestgehend bekannt. Wir sind hier in einer Debatte, die stattfindet auf Antrag der AfD-Fraktion, in der es um die Fachkräfteeinwanderung geht. Und dazu redet jetzt Linda Teuteberg, migrationspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion und bis vor kurzem Generalsekretärin. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, richtig ist zur derzeitigen Situation, dass unser Land in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt und dass wir einiges tun müssen, um es wieder auf einen Wachstumspfad zu führen. Allein, was die AfD hier vorschlägt, geht völlig an der Sache vorbei. Wir werden diese Wirtschaftskrise nicht mit Rückschritten meistern, sondern wir brauchen eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik und nicht Rückschritte bei der Fachkräfteeinwanderung, sehr geehrte Damen und Herren. Zwar sind wir als Freie Demokraten wahrlich nicht zufrieden mit dem, was die Große Koalition als Antwort auf diese Wirtschaftskrise anbietet. Wir brauchen mehr als nur Traubenzucker für einen Marathon, mehr als eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes über die Bundestagswahl hinaus und manches andere. Aber wir brauchen auch eine Debatte darüber, dass zum Beispiel die Existenz des Facharbeiters, um die es uns auch geht, genau davon abhängt, zum Beispiel die Ingenieure anwerben zu können in unser Land, die wir brauchen, und vieles mehr. Insofern ist der AfD-Antrag hier viel zu kurz gesprungen. Und dass übrigens das Kurzarbeitergeld gleichwohl eine sinnvolle Maßnahme ist, zeigt doch, dass die Arbeitgeber in diesem Land natürlich erstmal bemüht sind, ihre Fachkräfte zu halten, auch durch die Krise. Genau deshalb nutzen sie es. Auch da geht die AfD von falschen Befürchtungen aus. Vor allem aber muss Politik, die rechnen kann, natürlich auch Statistiken richtig deuten. Und die AfD vernachlässigt hier völlig, wenn sie mit Arbeitslosenzahlen argumentiert, dass die zum Teil natürlich auch am demografischen Wandel liegen und daran, dass in bestimmten Bereichen einfach das Angebot auch jetzt an deutschen Arbeitskräften sinkt, allein aus demografischen Gründen. Und wir sind dringend darauf angewiesen, etwa im Pflege-Gesundheitsbereich auch Menschen auf unseren Arbeitsmarkt einzuladen. Und deshalb sind die Regelungen hier richtig, die Vorschläge dieses Antrages falsch. Sie zeigen, dass Sie die Größe der Herausforderung gerade nicht erkannt haben. Denn natürlich können wir die nicht allein durch Einwanderung, aber auch nicht ohne Einwanderung bewältigen. Wir müssen mehr für Bildung tun und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ergreifen. Wir machen dazu Vorschläge, zum Beispiel auch mit dem Midlife-BAföG. Aber wir können es eben auch nicht ohne mehr Fachkräfteeinwanderung lösen. Und das muss hier gesagt werden. Die Fachkräfte, die unser Land braucht, die warten übrigens nicht an der Grenze, sondern die haben weltweit Alternativen. Und es gibt übrigens einige Faktoren ganz außerhalb der Gesetzgebung zur Migration, die Menschen davon abhalten, zu uns zu kommen. Das ist zum einen unsere wunderschöne Sprache, die aber schwer zu erlernen ist. An der können und wollen wir wohl nichts ändern, aber sie ist ein hemmender Faktor. Und es ist die im internationalen Vergleich leider spitzenmäßig hohe Steuer- und Abgabenlast, die hochqualifizierte Menschen abhält, sehr geehrte Damen und Herren. Und darüber müssen wir diskutieren. Uns ist deshalb, weil es eh schon diese Faktoren außerhalb der Migrationsgesetzgebung gibt, die unser Land eher weniger attraktiv machen für Fachkräfte, umso wichtiger, dass wir mehr bekommen, als was die GroKo uns hier vorgelegt hatte zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Denn das ist zaghaft, uninspiriert und kein großer Fortschritt. Was für die Unionsparteien offenbar schon ein großer Schritt war, ist ein winziger für unser Land. Denn es ist mehr als nur eine technische Frage, dass wir gerade kein Einwanderungsgesetz aus einem Guss bekommen haben, sondern mehrere Gesetzentwürfe, die nur kleine Änderungen an anderen Gesetzen vornehmen. Nach eigener Prognose der Großen Koalition sollen ja auch durch diese Regelung nur ca. 25.000 Fachkräfte pro Jahr mehr erwartet werden. Wir brauchen aber einen großen Wurf. Was ist also zu tun? Aus unserer Sicht: Erstens, wir müssen die Blue Card, die funktioniert ja schon für diejenigen, die sie nutzen können, die müssen wir weiter ausbauen zu dem Zugang für Menschen, die ein konkretes Arbeitsvertragsangebot haben. Wir brauchen zweitens endlich ein Punktesystem, so wie wir es bei erfolgreichen Einwanderungsländern sehen, wie Kanada, Australien, Neuseeland, denen es gelingt, ganz gezielt bei dem Thema Arbeitseinwanderung in den Arbeitsmarkt Erfolg zu haben,
Ein solches System brauchen wir auch endlich. Und aller guten Dinge sind drei. Für ein modernes Einwanderungsrecht braucht es auch moderne Behörden. Die Visastellen vergeben längst nicht die Termine, die gebraucht werden, um qualifizierte Menschen zügig ihre Anträge stellen zu lassen. Wir brauchen Lotsen durch das Behördenchaos und den Bürokratiedschungel. Am besten schaffen wir ihn gar nicht mit den Gesetzen, die wir hier beschließen im Haus. Und wir brauchen endlich zügige, einheitliche Anerkennungsverfahren für berufliche Qualifikationen bundesweit. Und so sehr wir genau diesen großen Wurf brauchen in der Fachkräfteeinwanderung, will ich hier auch noch mal deutlich ansprechen, denn das ist ein großer gesellschaftlicher Konflikt in unserem Land und in vielen anderen westlichen Demokratien übrigens auch. Wir müssen uns ehrlich machen und klar unterscheiden. Erstens, wer braucht unseren Schutz? Zweitens, wen wollen wir einladen auf unseren Arbeitsmarkt und in unsere Gesellschaft? Und drittens, für wen gilt weder noch? Und leider hat die linke Seite dieses Hauses mit der dritten Gruppe ein Problem. Damit auch da die rechtsstaatliche Konsequenz walten zu lassen und endlich dafür zu sorgen, dass es einen Unterschied macht, wie in unserem Land ein rechtsstaatliches Asylverfahren ausgeht. Dass es einen Unterschied macht, ob es positiv ausgeht, dann ist der Schutzanspruch da und Integration zu gewährleisten. Und wenn es negativ, abschlägig ausgeht, dann muss auch die Ausreisepflicht durchgesetzt werden. Beides gehört zusammen und darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir brauchen mehr geordnete, legale Migration und zugleich eine wirksame Bekämpfung illegaler Migration. Und deshalb sollte das hier nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern wir müssen unsere Hausaufgaben in Deutschland auch machen, neben dem, was wir gerade auf europäischer Ebene zu verhandeln haben. Und das bedeutet ein Fachkräfteeinwanderungsrecht, mit dem kleine und mittelständische Unternehmen nicht einen Fachanwalt brauchen, um zu klären, ob der Arbeitnehmer, den sie brauchen und der zu uns kommen möchte mit beruflichen Qualifikationen, eine Chance hat auf legalen Aufenthalt bei uns und zugleich das Vertrauen unserer Bürgerinnen und Bürger darin endlich stärken, dass es in der Praxis einen Unterschied macht, wie bei uns ein Verfahren ausgeht und dass es zur Regel und nicht zur Ausnahme wird, dass die Ausreisepflicht, wenn sie feststeht, in einem Rechtsstaat auch durchgesetzt wird. Das ist unsere Verantwortung. Wir wollen uns der stellen und laden manche andere, die das noch nicht tun, dazu ein in diesem Haus. Vielen Dank. Linda Teutoberg aus der FDP-Fraktion mit einem Votum pro Fachkräfteeinwanderung, aber auch mit dem Hinweis, dass diese Fachkräfteeinwanderung erleichtert werden muss, etwa für Menschen, die bereits Arbeitsangebote haben, bevor sie nach Deutschland kommen. Nächster Redner, Lars Castellucci aus der SPD-Fraktion, und da ist der Sprecher für Migration und Integration. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Teutoberg hat jetzt eben zur Fachkräfteeinwanderung vorgetragen, sie sei zu zaghaft. Die Antragsteller sagen, wir sollten sie gar nicht erst zulassen. Beide können sie nicht recht haben. Ich sage Ihnen, sie haben einfach auch beide nicht recht. Denn diese Koalition hat ein Gesetz vorgelegt nach Maß und Mitte für Einwanderung nach klaren Regeln für Fachkräfte. Und das ist gut für unser Land. Als wir dieses Gesetz beraten haben, kamen die Wirtschaftsverbände auf uns zu und haben gesagt, könnt ihr das nicht großzügiger machen? Können wir nicht zum Beispiel auch Ungelernte mit hineinnehmen in dieses Gesetz? Und wir haben dann zurückgefragt. Wir haben gefragt, ja, was ist denn eigentlich, wenn jemand ein Handicap hat in ihrem Betrieb? Hat diese Person eine Chance oder kaufen sie sich frei? Was ist, wenn sie einen Lebenslauf bekommen, der, ja, es gelingt nicht immer alles im Leben, der nicht ganz gerade ist, wo es Lücken gibt? Fliegt diese Bewerbung runter? Oder hat diese Person bei Ihnen eine Chance? Oder dann bewirbt sich ein Mädchen und bappt ein Lichtbild auf die Bewerbung und sie trägt ein Kopftuch darauf. Hat sie die gleichen Chancen wie jede andere, die sich bewirbt? Oder hat sie Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt? Meine sehr verehrten Damen und Herren, uns geht es um alle Menschen in diesem Land. Es gibt ein Recht auf Arbeit und wir müssen sagen, alle werden gebraucht und diese Politik verfolgen wir in dieser Bundesregierung. Und jetzt kommt Corona. Ja, und Corona, das führt zu neuen Sorgen. Aber es ist doch überdeutlich für die Menschen im Land. Diese Regierung kämpft mit Hubertus Heil und der ganzen Ministerriege um jeden Arbeitsplatz. Wir gehen mit Wumms gegen diese Krise vor, damit wir im nächsten Jahr nach Möglichkeit wieder eine Wirtschaftsleistung erhalten, wie wir sie vor der Krise hatten. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, das können wir auch schaffen, wenn wir uns anstrengen. Aber wir schaffen es nicht,
wenn wir uns spalten lassen, und wir schaffen es nicht, wenn wir das Land schlecht reden, weil das ist das, was hier passiert. Das Land wird schlecht geredet von Leuten, die glauben, dass es ihnen damit besser geht. Das ist eine ganz durchsichtige Strategie. Und Kollege Mittelberg hat es ja angesprochen. Es ist doch ein Irrglaube, wenn man die Dinge gegeneinander stellt. Gehen wir doch mal in die Betriebe, in die Handwerksbetriebe in unseren Wahlkreisen. Die Menschen, die von außen dazukommen, die sichern doch längst die Arbeitsplätze auch von Menschen, die schon lange in diesem Land sind. Das ist doch kein Gegensatz, sondern das ist zum Nutzen aller, dass wir Einwanderung gestalten und dass wir dafür klare Regeln aufstellen. Zum Schluss noch eine persönliche Erfahrung. Mitte der 90er Jahre, da hatten wir schon mal eine stark ansteigende Arbeitslosigkeit, die übrigens von dem Laufburschen Herr Mittelberg dann mit starken Reformen auf dem Arbeitsmarkt endlich bekämpft worden ist, wirkungsvoll. Damals habe ich in meiner Heimatstadt zu einem runden Tisch für Arbeit eingeladen. Daraus ist eine Beschäftigungsinitiative entstanden, die heute noch als kleines Sozialunternehmen Menschen Arbeit bietet. Ich kann Ihnen aufzählen, wer damals dabei war. Das war der Vorsitzende von der katholischen Arbeitnehmerbewegung, das war der Gemeindediakon von der evangelischen Kirche, das war unser Stadtkämmerer, das war die erste Bürgermeisterin, die uns geholfen hat, die Satzung für den Verein zu schreiben. Die Leute, die sagen, man müsste mal, oder man müsste mal was machen für die Menschen hier im Land, denen es nicht so gut geht, die habe ich bei dieser Gelegenheit nicht gesehen. Und daraus habe ich eine Grunderfahrung gezogen, nämlich, dass manchmal die Leute, denen es nicht gut geht, benutzt werden von Leuten, die damit eine ganz andere Suppe kochen wollen. Und das ist das, was von der AfD hier gemacht wird. Ihnen geht es nicht um Menschen, die in diesem Land noch auf die Füße kommen müssen und die Hilfe brauchen. Sie benutzen diese Menschen, und das ist schäbig. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Land werden alle gebraucht. Das ist etwas, woran wir auch weiter arbeiten müssen. Wir wollen mit Wumms aus dieser Krise. Wir wollen, dass wir wieder die Wirtschaftsleistung haben, die vor der Krise war. Das können wir nächstes Jahr schaffen. Dazu hilft auch Einwanderung, wenn wir sie klug gestalten, wenn sie gute Regeln hat. Diese Regeln hat diese Regierung aufgestellt mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Vielen Dank. Lars Castellucci war das unter anderem mit einer Replik auf die Kritik von vom Unionsabgeordneten Mittelberg an Gerhard Schröder. Gerhard Schröder und seine Regierung, sagt Lars Castellucci, habe mit den Reformen am Arbeitsmarkt den Aufschwung erst möglich gemacht, der ja lange Jahre hier gut funktioniert hat. Nächste Rednerin ist Susanne Ferschel aus der Linksfraktion und da ist die stellvertretende Vorsitzende. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, einmal mehr muss sich dieser Bundestag mit einem Antrag der AfD beschäftigen, der nichts anderes zum Ziel hat, als diese Gesellschaft zu spalten. Die Krise kommt Ihnen doch gerade recht. Wie sagte Ihr geschasster Fraktionssprecher Lüth, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Die Menschen plagen Existenzängste, Sie betreiben billige Stimmungsmache und statt konstruktiver Vorschläge kommt von Ihnen immer nur, die Ausländer sind schuld. Das ist nicht nur billig, sondern auch extrem abstoßend. Und dieser Antrag ist wie alle Anträge von Ihnen fachlich einfach nur schlecht. Sie betrachten darin unter anderem die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der Gesundheits- und Krankenpflege innerhalb der letzten 6 Jahre und sagen dann, dass die Arbeitslosigkeit bei den ausländischen Beschäftigten um 70% gestiegen ist, wohingegen sie bei den inländischen Beschäftigten gesunken ist. Damit wollen Sie natürlich suggerieren, dass die Ausländer zum großen Teil arbeitslos sind und uns auf der Tasche liegen. Die absoluten Zahlen mögen ja stimmen, aber um eine Entwicklung zu erkennen, muss man Zahlen ins Verhältnis setzen. Aber mit Prozentrechnen haben Sie es ja offensichtlich nicht so. Im genannten Zeitraum hat sich nämlich die Anzahl der ausländischen Beschäftigten verdoppelt, was im Übrigen deutlich beweist, wie dringend sie gebraucht werden. Und setzt man jetzt die Zahlen in Relation, ist die Arbeitslosenquote der Ausländer deutlich gesunken. Sie liegt mit 3% weit unter der allgemeinen Arbeitslosenquote von 6,4%. Was wollen Sie also? Mit miesen Taschenspielertricks versuchen Sie hier, Ihre rassistischen Spiele zu spielen, aber ohne uns. Wir Linken haben das Fachkräftegesetz damals auch kritisierend, dahingehend, dass einseitig die Unternehmenslobby nach möglichst billigen Arbeitskräften bedient werden und so Lohndumping befördert wird.
Aber die Lösung kann doch niemals eine Abschottungspolitik sein, sondern eine Regulierung des Arbeitsmarktes, die genau diese Konkurrenz zwischen den Beschäftigten verhindert. Und es gäbe genügend Maßnahmen. Dankeschön. Eine Stärkung der Tarifbindung, weil Tarifverträge für eine einheitlich faire Bedingungen sorgen. Einen Mindestlohn von wenigstens 12 Euro als unterste Auffanglinie. Und die Eindämmung von prekärer Beschäftigung. All das lehnen Sie aber ab mit der Begründung, das würde den Unternehmen die Flexibilität nehmen. Sie generieren sich in der Öffentlichkeit als die Partei des kleinen Mannes. Im Bundestag vertreten Sie knallharten Neoliberalismus, gepaart mit einer Krise Rassismus. Und deswegen ist alles, was hier vom rechten Rand kommt, abzulehnen. Die Linke steht für eine solidarische Zuwanderung und gute Arbeit für alle. Solidarität statt Ausgrenzung. Susanne Ferschel, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, in einer Debatte, die auf der Grundlage eines AfD-Antrags zur Fachkräfteeinwanderung stattfindet, beziehungsweise in dem die AfD-Fraktion fordert, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zurückzudrehen beziehungsweise unwirksam zu machen. Jetzt nächste Rednerin Phyllis Polat, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Da ist sie Sprecherin für Migration und Integration. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Dieses Zitat kennen wir alle von Max Frisch über die Gastarbeiterinnen-Generation. Sie ist heute noch so aktuell wie 1965. Und angesichts der Debatte heute möchte ich es noch einmal in Erinnerung rufen. Wir sprechen hier nicht über kalte Zahlen oder über Humankapital. Wir sprechen hier über Menschen, die sich hoffentlich für unser Land entscheiden, über Menschen, die sich für ein Unternehmen, einen Handwerksbetrieb oder eine Pflegerichtung entscheiden, die sich für ein Studium oder eine Ausbildung in Deutschland entscheiden oder sich einfach in jemanden verliebt haben, der in Rosenheim, Schwerin, Bielefeld oder Freital verliebt haben. Aber wie in der Ehe oder Partnerschaft sollte in einer Einwanderungsgesellschaft doch das Versprechen gelten, in guten wie in schlechten Zeiten. Sehr geehrte Damen und Herren, ein sehr großer Anteil daran, dass dieses Land vor und während der Pandemie am Laufen geblieben ist und bleibt, hatten auch Eingewanderte. Eine Studie der Europäischen Kommission aus dem April dieses Jahres liegt sehr eindrücklich dar, dass vor allem Migrantinnen und Migranten in den systemrelevanten Berufen, in der Landwirtschaft, der Lebensmittelbranche oder im Gesundheitsbereich, wir alle wissen das, in Krankenhäusern, Arztpraxen und Laboren arbeiten. Und laut dieser Studie sind es ungefähr europaweit 20%. In Deutschland ist der Anteil sogar noch höher. Und vielleicht sollte die rechte Seite dieses Hauses dies einmal zur Kenntnis nehmen und sich vor der Leistung und dem Engagement dieser Menschen verneigen. Versuchen Sie doch erst einmal, Herr Gauland, Frau Weigel, es tut wirklich nicht weh. Meine Damen und Herren, Deutschland ist und bleibt auf Einwanderung angewiesen. Das wurde eindrücklich von den Kolleginnen und Kollegen bestätigt. Und das müssen Sie halt einfach auch akzeptieren. Das betonte unlängst der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Daniel Terzenbach. Obwohl durch die Corona-Pandemie die Arbeitslosigkeit steige, bestehe weiterhin Fachkräftemangel in wesentlichen Branchen. Er sagt, ich zitiere, wir brauchen Pflegekräfte, Medizinerinnen, Fachkräfte im Tiefbau oder IT-Fachleute. Corona ändere daran nichts. Und ich möchte auch aus einer Studie der KfW aus dem Juni 2020 berichten, diese kommt zum Schluss und unterstreicht die Gefahr für die deutsche Wirtschaft, wenn hier nicht weitreichend gegengesteuert werde, ist sehr groß. Schon in wenigen Jahren werde der Fachkräftemangel und die schwache Produktivitätsentwicklung wieder zu den größten Herausforderungen der deutschen Wirtschaft zählen. So KfW-Chefsvolkswirtin Dr. Fritzi Göhler-Geib, meine Damen und Herren. Ja, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das ist gerade erwähnt worden von Herrn Middelberg, wird sozusagen aber gar nichts
daran, wird gar keinen Anteil daran haben, dieses Problem zu lösen. Insofern ist der Antrag der AfD auch ein bisschen absurd, das in Korrelation zu setzen. Erstens haben die steigenden Arbeitslosenzahlen nun wirklich nichts mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu tun. Und zum anderen ist es bisher und bleibt es auch in Zukunft wirkungslos, weil es leider weiterhin sehr bürokratisch ist. Das war auch die Kritik der Wirtschaft im Übrigen, starr und intransparent für die Einwanderungswilligen. Das bleibt so und ist so. Und deshalb fordern wir Grünen weiterhin seit Jahren ein modernes Einwanderungsgesetz und eine Einwanderungskommission, die diesem Prinzip gerecht wird, meine Damen und Herren. Mit der Einführung einer sogenannten Talentkarte auf Basis eines kriterienbasierten Punktesystems kann nämlich flexibel auf die Bedarfe des Arbeitsmarktes reagiert werden und bietet gleichzeitig Einwanderungswilligen eben dieses transparente und faire Verfahren. Eine Einwanderungskommission in diesem System könnte jährlich den Arbeitskräftebedarf neu abschätzen und steuern, Mangelberufe frühzeitig erkennen und gleichzeitig auch die Problematik des sogenannten Brain Drain aus den Herkunftsstaaten berücksichtigen. Wie wir finden, ein sinnvolles System, und dafür werden wir auch weiter werben, meine Damen und Herren. Ja, wir dürfen die Fehler bei der Anwerbung der sogenannten Gastarbeiterinnengeneration nicht wiederholen. Da sind wir uns alle einig. Wenn Einwanderungswillige lediglich als Arbeitskräfte betrachtet werden und nicht als Menschen, wenn die Familien nicht mitgedacht werden, wenn keine langfristigen Perspektiven geboten werden und wenn die Migrantinnen und Migranten nur als Arbeitskräfte zweiter Klasse behandelt werden, wird es Deutschland nie vom Einwanderungsland zu einer inklusiven und chancengerechten Einwanderungsgesellschaft schaffen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Felix Bohlert war das, Sprecherin für Migration und Integration der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und sie hatte ihren Beitrag hier in dieser Debatte eingebunden in ein Zitat des Schweizer Schriftstellers Max Peter Frisch. Weiß, CDU-CSU. Der nächste Redner ist Peter Weiß aus der CDU-CSU-Fraktion und er ist der Sprecher für den Themenbereich Arbeit und Soziales. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist ja unbestritten, wenn Deutschland weiterhin wirtschaftlich Spitze sein will, insbesondere wenn Deutschland aus der derzeitigen Krise herauskommen will, brauchen wir mehr Fachkräfte. Und deswegen haben wir zusammen mit der Bundesregierung etwas viel Umfassenderes in Gang gesetzt, nämlich die Fachkräftestrategie für unser Land. Und Inhalt der Fachkräftestrategie ist zuallererst einmal, das inländische Potenzial an möglichen Fachkräften zu heben. Also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Chance zu geben, sich weiter zu qualifizieren für die Zukunft, mit zum Beispiel dem Qualifizierungschancengesetz. Oder wir haben über 4 Milliarden Euro in die Hand genommen, um Menschen, die lange arbeitslos sind, im Arbeitslosengeld II-Bezug sind, endlich eine Chance zu geben, wieder in den Arbeitsmarkt hineinzukommen. Ein Instrument, was übrigens sehr erfolgreich wirkt. Es ist interessant, dass diese Fraktion, die diesen Antrag heute gestellt hat, beide Gesetze zur Qualifizierung deutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Deutschen Bundestag abgelehnt hat. Bemerkenswert. Und es zeigt mit Deutlichkeit, es geht Ihnen nicht um die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es geht Ihnen erst recht nicht um die deutschen Arbeitslosen. Da sind Sie einfach Fehlanzeige. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz bringt etwas, was die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land schon lange gefordert hat. Nämlich eine klare Trennung zwischen dem Thema Asyl und dem Thema Erwerbsmigration. Und es war auch richtig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen Fachkräfte, weil wir sie brauchen. Und dafür setzen wir klare Bedingungen. Auch zum Beispiel beim Gehalt. Wir sagen, ja, gerade wenn wir die digitale Welt gestalten wollen, wir brauchen mehr ITler. Aber wenn ein ausländischer ITler nach hier kommen soll, dann verlangen wir, dass er ein Jobangebot bekommt, bei dem er mindestens 4.041 Euro im Monat verdient. Nichts mit Dumpinglöhnen, über 4.000 müssen es sein. Oder wenn in einem anderen Beschäftigungsbereich jemand, der 45 Jahre und älter ist, haben wir ins Gesetz hineingeschrieben, Mindestgehalt pro Monat 3.795. Herr Kollege, ich weiß, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, gerne.
des Kollegen Springer. Kann sich jetzt wieder ändern. Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Herr Weiß, Sie sagen gerade, dass man bei IT-Fachkräften eine Lohnbedingung eingezogen hat. Das heißt also, dass im Arbeitsvertrag ein bestimmter Lohn stehen muss. Da haben Sie vollkommen recht. Da reden wir allerdings nicht über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, sondern über die blaue Karte der Europäischen Union. Das ist eine ganz andere Möglichkeit der Fachkräfteeinwanderung. Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie das eben in Ihrer Rede durcheinander gebracht haben. Vielen Dank. Herr Kollege Springer, ich werde Ihnen nach dieser Debatte eine Ausfertigung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes zusenden, in der Sie exakt die von mir zitierte Passage zum Thema Einwanderung von IT-Fachkräften nachlesen können. Und Sie haben ja wahrscheinlich auch so ein kleines Handy oder iPhone, wo man so rechnen kann, und wenn Sie dann nachrechnen, dann werden Sie sehen, dass Sie auf die von mir genanntes Monatseinkommen kommen. Das ist dort die festgelegte gesetzliche Bestimmung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man schon über das Thema arbeitslose Ausländerinnen und Ausländer sprechen will, ist zu Recht darauf hingewiesen worden, muss man die Zahlen miteinander in Relation setzen. Ich glaube, das springendste Beispiel ist, wenn man sich die Akademiker in unserem Deutschland anguckt, ist die Arbeitslosenrate unter deutschen Akademikern höher als unter ausländischen Akademikern. Was zeigt, die Leute, die zu uns kommen, sind in der Tat so qualifiziert, dass sie ihren Arbeitsplatz auch nicht verlieren, sondern Gott sei Dank für unser deutsches Steuer- und Sozialversicherungssystem hier in Deutschland erfolgreich arbeiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Made in Germany ist das Markenzeichen, was für den Erfolg der deutschen Wirtschaft steht. Made in Germany ist auch weltweit gefragt. In der Regel zahlt man für Made in Germany auch ein bisschen mehr als für etwas anderes. Made in Germany gibt es aber auch in Zukunft nur, wenn die besten Fachkräfte in den deutschen Hightech-Unternehmen eine Chance haben, ihre Ideen zu verwirklichen und ihre Arbeitskraft einzusetzen. Und deswegen, wenn jemand fragt, was zu Recht gefragt wird, wie kommen wir aus dieser Krise derzeit heraus, in der wir allerdings ja schon sehen, dass wir mit den anstrengenden Unternehmen auch Erfolg haben, weil die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der Kurzarbeiter sinkt. Das ist ja die gute Botschaft. Sie steigt nicht, sie sinkt. Aber wenn wir mit Made in Germany aus dieser Krise herauskommen wollen, dann brauchen wir mehr und bessere Fachkräfte, Leute, die hier in Deutschland bereit sind, sich zu qualifizieren, aber eben auch qualifizierte ausländische Fachkräfte, die zu uns kommen, bereit sind, bei uns in Deutschland zu arbeiten. Sie werden überall auf der Welt gesucht. Es ist ja nicht so, dass die Leute bei uns Schlange stehen. Überall auf der Welt werden qualifizierte Fachkräfte gesucht. Und deswegen haben wir mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz die Basis dafür geschaffen, dass Deutschland weiterhin erfolgreich sein kann. Und das wollen wir. Vielen Dank. Peter Weiß, Sprecher für Arbeit und Soziales der CDU-CSU-Fraktion, in einer Debatte zu einem AfD-Antrag, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auszusetzen. Nächster Redner aus der AfD-Fraktion, Gottfried Curio, da ist er innenpolitischer Sprecher. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz sollte Abhilfe in Mangelberufen schaffen. Aber weder wurde das Gesetz auf Berufssparten beschränkt, wo Mangel herrscht, noch auf Fälle, wo wir die Leute sicher brauchen. Man will gar nicht wissen, ob ein Deutscher den Job machen könnte. Es soll keine Vorrangprüfung mehr geben. Wenn man dann noch hinzunimmt, dass das Gesetz weder eine klare Qualifikation verlangt, kein Nachweis der Gleichwertigkeit vor Einreise, ja erst hier Beginn einer Ausbildung, noch eine Jobzusage, erst hier Jobsuche, dann wird auch dem Letzten klar, egal ob da überhaupt Fachkräfte kommen, Hauptsache außereuropäische Zuwanderung, meist aus islamischen Ländern oder Clan-Gesellschaften, oft mit höherer Gewaltaffinität, überproportional repräsentiert in der Kriminalstatistik. Da ist Integration zum Scheitern verurteilt, das Aus für Sozialkassen und innere Sicherheit, Staatscrash mit Ansage.
Durch den überzogenen Lockdown haben Sie doch erst eine verschärfte Staatsschulden- und Wirtschaftskrise verursacht. Die wird für dauerhafte Massenarbeitslosigkeit sorgen. Das entzieht jedem Argument für Arbeitskräfteanwerbung die Grundlage. Wir haben schon 3 Millionen Arbeitslose, 3,6 Millionen Unterbeschäftigte, 3,7 Millionen Kurzarbeiter. Die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen ist im letzten Halbjahr um 38% gestiegen auf 292.000. Die gilt es jetzt in Lohn und Brot zu bringen, nicht ihre deutschlandschädliche Ideologie zu pflegen. Das Gesetz will die Gleichbehandlung von Ungleichen erzwingen. Dabei wird das zu verteilende Gut, der deutsche Arbeitsplatz, von der hier arbeitenden Bevölkerung geschaffen, von hiesigen Betrieben und Unternehmern erwirtschaftet, vom deutschen Steuerzahler subventioniert. Ein Leistungsprodukt der gesamten Gesellschaft, mithin nicht einfach veräußerbar zur Nutznießung an alle Welt, sondern vorrangig verfügbar für Bürger dieses Landes, die, falls arbeitslos, weiterhin unterhalten werden müssen. Diesen Arbeitsplatz im Lande zu nutzen, statt weltweit zu verscherbeln, diskriminiert niemanden. Alles andere aber wäre Veruntreuung dieser deutschen Vorleistung. Wer das global veräußert, beutet unser Volk für die Interessen anderer aus, handelt verantwortungslos, inhuman gegen die eigenen Menschen und staatsschädigend. Es ist doch klar, dass dieses Gesetz die Arbeitsmigration Unterqualifizierter weiter anheizt, dass die Armee afrikanischer Niedriglohnzuwanderer die Arbeitsmarktlage hier durch Lohndumping weiter verschlechtert. Klar, was das für den Engpass am Wohnungsmarkt heißt, für die Situation in den Städten, an den Schulen. Es ist Ihnen offensichtlich völlig egal, wenn Sie nur Ihre Zuwanderungsagenda durchziehen. Bei Auswanderung von 180.000 hochqualifizierten Deutschen pro Jahr sollte es doch zuvörderst nicht darum gehen, kulturfremde Ausländer anzulocken, sondern Deutsche von einer Auswanderung abzuhalten, aber Sie vertreiben mit Ihrer Politik die Menschen aus dem Land, meine Damen und Herren. Wundert einen das noch bei einer Regierung, die jetzt wieder Milliarden ohne Ende mal eben ans EU-Ausland verschenkt, beim globalen Migrationspakt, der Migration als Ziel an sich fördern will, bei Merkels Aushebelung von Dublin III, beim neuen EU-Migrationspakt mit ungebremstem Asyltourismus in Europa und Ausweitung der Kernfamilie? Das ist die No-Nations-No-Borders-Haltung dieser Regierung auf Kosten der eigenen Bürger, lieber Import von Ausländern als der Arbeitslosigkeit der eigenen Leute abzuhelfen. Diese Regierung ist so in ihrer antideutschen globalistischen Ideologie befangen, dass sie jedes soziale Gewissen gegenüber den eigenen Menschen verloren hat. Sie haben durch den unangemessenen Lockdown das Porzellan der deutschen Wirtschaft zerschlagen. Die politische Vorrangprüfung ergibt, dass jetzt besser andere den Regierungsjob machen sollten. Wahre Fachkräfte für die Interessenvertretung des deutschen Volkes. Wir können Sie beruhigen. Dafür gibt es ja die AfD. Das F steht übrigens für Fachkräfte. Nächster Redner ist der Kollege Helge Lind, SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ihnen stand schon, Herr Dr. Curio, buchstäblich die Schamesröte ob der eigenen Rede im Gesicht. Sie wären fast geplatzt vor Röte. Und ich stelle es immer wieder fest, und es war ein Beispiel, es sitzt wieder der Nationalsozialismus im deutschen Parlament, und das ist widerlich. Und zum Zweiten stelle ich fest, dass die Leute, sogenannte Gastarbeiter und ihre Nachfahren, die in diesem Land Steuern zahlen, Sozialversicherungsbeiträge zahlen, Arbeit leisten, dass die dafür sorgen, dass sie hier bequem mit ihren Hintern in den Sesseln sitzen können, Corona satt. Das ist die Realität in diesem Land, mit der wir es zu tun haben. Und ich frage mich noch etwas angesichts Ihrer Anwürfe. Was ist wohl größer? Was ist größer? Ihre wirtschafts- und sozialpolitische Ahnungslosigkeit oder Ihr Rassismus? Und meine Antwort lautet
nach der Rede, nach dem Antrag, noch größer ist Ihre Unfähigkeit zu trauen und Ihre Unfähigkeit zu Respekt. Wie kann man ernsthaft nach Hanau es wagen, einen solchen Antrag zu stellen? Die Betroffenen dort, die Opfer, sind selbst Arbeitsmigranten oder sie sind Kinder und Kindeskinder von Arbeitsmigranten. Und Sie machen Stimmung gegen diese Menschen. Schämen Sie sich. Und zum Zweiten, die Unfähigkeit zum Respekt. Warum gibt es wohl ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz? Natürlich aus wirtschaftspolitischen Gründen, aber auch, weil wir eine Realität in diesem Land anerkennen wollen. Und gucken wir uns mal selber um im Parlament und sehen wir uns unsere eigenen Biografien an, die wir hier sitzen. Und dann gucken wir mal in die Reihen derjenigen, die die Toiletten reinigen hier im Bundestag und die Räume sauber machen und die dafür sorgen, dass hier nicht alles Corona verseucht ist. Ganz viele von denen sind selber als Einwanderer in dieses Land gekommen. Oder sie sind Kinder und Kindeskinder von Einwanderung. Was ist unsere Antwort auf diese Menschen? Und die Antwort kann nicht sein, dass wir die Einwanderungsgesellschaft ablehnen, sondern dass wir uns entschieden zu ihr bekennen. Und dieses Bekenntnis bedeutet, dass wir auch große Gesten setzen müssen und ein Denkmal, buchstäblich ein Denkmal, das würde mich freuen, aber auch zum Beispiel, indem wir im nächsten Jahr 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei, Ende Oktober, dies deutlich machen hier im Parlament mit einer Debatte, mit einem Festakt, wie auch immer. Und das Dritte wäre, wenn es uns mal tagtäglich gelingen würde, die Leistung derjenigen, die kommen, der Fachkräfte, der mehr oder weniger Qualifizierten, aber auch der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter endlich anzuerkennen. Denn das ist dringend notwendig. Und dazu würde auch gehören, dass diejenigen vielleicht endlich mal wählen können in Kommunen. Sprich, Wahlrecht für Drittstaatsangehörige gehört auf die Tagesordnung aus der Sicht der Sozialdemokratie. Und dazu gehört auch, dass der Doppelpass für diejenigen möglich sein muss. Sie haben jahrzehntelang, zum Beispiel in meiner Stadt, die Straßen gekehrt, für Sauberkeit gesorgt. Die Menschen haben dafür gesorgt, dass wir uns frei in Straßen bewegen können. Und diesen Menschen, was für ein Bild, schütten Sie den Dreck und Ihren geistigen Müll vor die Augen. Das ist widerlich und unerträglich. Und deshalb sage ich, im Angesicht dieses Antrages, und ich sage das nicht aus sozialdemokratischer Romantik und nicht aus Gefühligkeit, sondern ich sage das für alle in diesem Land, in diesem Moment. Wir schämen uns und wir entschuldigen uns dafür, dass Menschen wie Sie in diesem Parlament sitzen, und wir schämen uns für die aktuellen wie die vergangenen Debatten auf Kosten von Einwanderung. Und umgekehrt verbeugen wir uns vor den Leistungen der Einwandererinnen und Einwanderer seit Jahrzehnten. Sie haben mit dazu beigetragen, dass dieses Land groß und stark ist. Sie sind nicht fremd, Sie sind keine Gäste, Sie sind wir und wir sind ihr. Das rufe ich euch zu. Vielen Dank. Helge Lindt aus der SPD-Fraktion in einer Debatte, die, wie gesagt, auf einem Antrag der AfD-Fraktion beruht. Thema ist das die Fachkräfteeinwanderung bzw. das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Weil er der geschichtlichen Bedeutung nicht gerecht wird. Das habe ich schon deutlich gemacht. Aber nach wie vor muss ich auch akzeptieren, dass diese Debatte eine besondere Emotionalität hat. Noch einmal, ich habe meine Meinung zum Ausdruck gebracht und ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn ich das mal sagen darf, dass man von Menschen wie Sie redet und damit Persönlichkeiten abwerten will. Wir sollten darauf achten, dass die persönliche Integrität, auch wenn wir unterschiedlicher Auffassung sind, nie in Frage gestellt wird. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki mit einer Anmerkung, wenn ich es richtig verstanden habe, in Richtung Bernd Baumann gegen dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion, der Helge Lindt noch etwas nachgerufen hat. Wir schauen auf die nächste Rednerin, das ist Gökay Akbulut aus der Linksfraktion. Und da ist sie Sprecherin für Migration und Integration. Aus, wo sie denkt, sie kann politisches Kapital in Form von Hetze daraus schlagen, so wie es heute in dieser Debatte wieder geschieht. Heute wollen Sie das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zurücknehmen. Hätten Sie Ihre Hausaufgaben gemacht, dann wüssten Sie, die Neuregelungen zur Fachkräfteeinwanderung haben und werden zu keiner Einwanderung in nennenswerter Größenordnung führen. Es ist genau anders, als Sie es hier darstellen. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Bundesregierung in dieser Form ist viel zu restriktiv. Die Verfahren sind viel zu lang und die Anerkennung der ausländischen Qualifikationen funktioniert in der Praxis nicht wirklich.
Was Sie hier wieder versuchen aufzubauen, ist und bleibt ein lächerlicher Mythos. Sie möchten wieder durch Hetze den Menschen Angst machen, um dann eine Sündenbockpolitik darauf aufzubauen. Und dann, wenn Sie glauben, dass keiner zuhört, dann zeigen Sie Ihr wahres Gesicht, wie zum Beispiel Ihr damaliger Pressesprecher Christian Lüth, der sagte, dass Sie eingereiste Menschen erschießen oder vergasen wollen. Das haben Nazis in diesem Land schon früher getan, und Sie unterscheiden sich in keinster Weise von deren Ideologie. Dem stehen wir als Linksfraktion entschieden entgegen. Sie schreiben in Ihrem Antrag über die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Gesundheits- und Pflegeberufen. Mit Ihren Zahlen soll suggeriert werden, dass die Arbeitslosigkeit von Ausländerinnen in diesen Bereichen drastisch zunehme, 70 bis 110%. Aber schaut man sich die absoluten Zahlen an, geht es um 1.000 bis 2.000 Menschen, absolut lächerlich. Sie wollen wieder einen Mythos bauen, der sich wie immer als Lüge entpuppt. Das Entscheidende ist doch vielmehr, ohne ausländische Beschäftigte liefe im Bereich der Gesundheitsversorgung und Pflege heute gar nichts mehr. Ihre Politik ist krank. Sie wollen als knallharte rechte Partei die Grenzen schließen in der Zeit des Lockdowns. Als das dann real passierte, wollten Sie doch Zuwanderung und haben sich dafür ausgesprochen, Ausnahmen für Erntehelferinnen zu machen. Also kurzum, wenn es um Ihren deutschen Spargel auf dem Teller geht, können Menschen aus dem Ausland zum Arbeiten kommen. Bei Ihnen geht es um reine Verwertungslogik und nicht um die Menschen. Die Arbeits- und die Unterbringungsbedingungen dieser Menschen sind Ihnen völlig egal. Wir als Linksfraktion, wir kämpfen für bessere Ausbildung, für bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten, aber für alle Beschäftigten, unabhängig von ihrer Herkunft. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Andrea Lindholz, CDU-CSU-Fraktion. Und Andrea Lindholz ist Vorsitzende im Innenausschuss des Bundestags. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die AfD will heute mit ihrem Antrag das Fachkräfteeinwanderungsgesetz im Wesentlichen abschaffen. Zur Begründung verweist sie auf die Arbeitslosenzahlen. Der Antrag der AfD, er ist realitätsfern, er ist schlecht begründet und er ist fachlich falsch. Und im Ergebnis würde er auch Deutschland schaden. Aber Deutschland zu schaden, das wissen wir ja mittlerweile, das ist es, was die AfD möchte. Denn je schlechter es Deutschland geht, ich darf es noch mal zitieren, desto besser für die AfD, so ihr ehemaliger Pressesprecher. Ich weiß auch nicht genau, wozu Sie heute gesprochen haben, insbesondere Herr Dr. Curio, aber wenn es zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz war, dann darf ich an dieser Stelle festhalten, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist erst seit dem 1. März 2020, also seit 7 Monaten in Kraft, in der Zeit, in der Sie ja diesen von der Bundesregierung völlig überzogenen Lockdown anmahnen, der ja dazu führt, dass keiner mehr nach Deutschland kommen kann, zum einen. Und zum zweiten weiß ich auch nicht, ob Sie vergessen haben, dass es Ihr Parteivorsitzender Herr Meuthen war, der am 19.03. gefordert hat, Deutschland steht vor einer Katastrophe, Shutdown jetzt. Das alles, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, zeigt, dass es der AfD auch heute mal wieder nur um eines geht: Vorurteile schüren, hetzen und Menschen in Misskredit bringen. Aber es geht Ihnen definitiv nicht um das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das muss nämlich überhaupt erst mal evaluiert werden. Und in Zeiten von Corona wird das ohnehin ganz andere Folgen nach sich ziehen. Dass wir aktuell insbesondere im Pflegebereich keine Pflegekräfte im Wesentlichen zu uns holen können, das ist auch keine Freude, sondern das ist eine zusätzliche Belastung für Pflegebedürftige und für die zu Pflegenden in Deutschland. Ich werde darauf nachher noch zu sprechen kommen. Sie haben aber auch einen schlecht begründeten Antrag vorgelegt. Sie verwenden dort völlig veraltete Zeitungsartikel, falsche Quellenangaben. Wenn man versuchen würde, sich mit Ihrer Drucksache 19-21096 zu beschäftigen, die Ihr Antrag immerhin dreimal enthält, dann beschäftigt sich dieser Drucksache mit dem R-Wert, aber sagt nichts zur Pflege aus. Also ich stelle damit fest, auch nach 3 Jahren sind Sie immer noch nicht in der Lage, die qualitativen Mindeststandards an einen Antrag hier einzuhalten.
Zum Zweiten ist Ihr Antrag aber auch fachlich falsch. Wir haben die Vorrangprüfung nicht ersatzlos aufgehoben. Tun Sie doch nicht immer so, als ob das so wäre. Ist doch komplett falsch. Wir haben lediglich einen Systemwechsel vollzogen. Früher galt der Grundsatz, ein Arbeitsverbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das war insbesondere wichtig beim Stichwort Mangelberufe. Und heute gilt grundsätzlich die Arbeitserlaubnis. Arbeitnehmer haben grundsätzlich einen Anspruch auf eine Arbeitserlaubnis, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Aber wir haben einen Verbotsvorbehalt. Das heißt, wir können es untersagen und der Staat kann auch die Vorrangprüfung in strukturschwachen Gebieten sofort wieder einführen, um die dortigen Arbeitnehmer zu schützen. Wir haben also genau alles getan, damit wir natürlich den Vorrang beibehalten. Erst Qualifikation in Deutschland, in Europa und dann Zuzug auch aus den Drittstaaten. Und das ist auch richtig so. Ihr Antrag ist aber insbesondere extrem schädlich für Deutschland. Sie behaupten, die deutsche Wirtschaft braucht keine ausländischen Fachkräfte. Natürlich braucht die deutsche Wirtschaft nach wie vor ausländische Fachkräfte. Der Druck zur Digitalisierung und auch zur Transformation, der lässt gerade wegen Corona nicht nach, sondern er steigt. Wir retten keine Arbeitsplätze in keiner Branche, weder bei VW noch bei Mercedes, indem wir die Einreise von IT-Experten oder Pflegekräften verhindern. Wir brauchen diese Experten, und das bestätigen uns die Arbeitgeber auch heute noch immer wieder. Und jetzt kommen wir mal zum Punkt der Pflegekräfte. Die Bundesagentur hat noch im Mai festgestellt, dass im Bereich der alten Pflegekräfte nach wie vor ein Mangel besteht. Lediglich in zwei Bundesländern sieht die Tendenz ein bisschen anders aus. Selbst wenn ich Ihre Zahlen mal unterstelle im Antrag, dann haben wir im Jahr 2013 bis 2019 einen Rückgang beziehungsweise ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen von 1.775 Personen auf 3.037. Gleichzeitig fehlen aber in Krankenhäusern mehr als 50.000 Pflegekräfte, in Altenheimen über 120.000 Pflegekräfte. Da will ich Ihnen mal ganz ehrlich sagen, das ist ein Witz, was Sie hier vorlegen mit Ihrem Antrag. Und es ist einfach unverschämt und unglaublich zu behaupten, dass wir in Deutschland keine Pflegekräfte mehr bräuchten und dass unser Fachkräfteeinwanderungsgesetz in irgendeiner Weise geeignet ist, irgendeinem bei uns wirklich vorhandenen Arbeitnehmer, der eine Arbeitsstelle sucht, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu verweigern. Das ist ein absoluter Blödsinn. Und ich will Ihnen noch eins sagen. Ihr Antrag ist dermaßen schlecht und populistisch. Wenn ich nicht Ausschussvorsitze, sondern Lehrerin wäre, dann würde ich sagen, Sätzen, ungenügend, mangelhaft, absolut bodenlos Ihr Antrag. Vielen Dank, Frau Kollegin. Aber auch als Lehrerin müssen Sie sich entscheiden, ob ungenügend oder mangelhaft. Nächste Rednerin ist die Kollegin Daniela Kolbe, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, dass ich eigentlich immer mit etwas Positivem beginne. Jetzt habe ich den Antrag gelesen und gesucht und tatsächlich ein was Positives habe ich gefunden. Sie nutzen Zahlen des IAB. Und ich finde, das ist erstmal das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit ist wirklich ein sehr gutes Forschungsinstitut. Und ich bedanke mich auch immer bei den Kolleginnen und Kollegen, die machen wirklich sehr gute Arbeit. Und deswegen will ich auch gerne den Leiter des Forschungsbereichs Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung, Herrn Professor Brücker, zitieren, der zum Thema sagt, Deutschland wird alt. Und das kann man ja auch nachvollziehen, auch mit Blick auf Ihre Fraktion, die Sie ja als Fraktion deutlich über 50 sind und damit die älteste Fraktion hier im Haus stellen. Die gute Nachricht ist, Migration dämpft die Folgen des demografischen Wandels in Deutschland schon jetzt. Und Ihre Rente, wenn Sie mal eingezahlt haben sollten, wird zu einem guten Teil mit der Arbeit von Migrantinnen und Migranten finanziert werden. Schon jetzt ist ein großer Teil der systemrelevanten Berufe darauf angewiesen, dass wir Menschen mit Migrationsgeschichte haben, die hier arbeiten, Ärzte, Pflegekräfte, aber auch in anderen Bereichen, Postboten beispielsweise. Und ich finde es wohlfeil, im Zweifel zur Ärztin mit ausländischen Wurzeln zu gehen oder die Oma vom Pfleger aus Vietnam pflegen zu lassen oder sich das hübsche Häuschen von Migrantinnen und Migranten bauen zu lassen und dann hier gegen qualifizierte Beschäftigung zu wettern. Ich finde, dass, doch, das habe ich, Sie haben es, glaube ich, nicht verstanden. Überlegen Sie sich mal, wie Sie in Ihrem realen Leben agieren und was Sie dann hier tun. In Ihrem Antrag würfeln Sie
Die Quelle ist sehr gut, aber Sie würfeln die Zahlen von qualifizierter Beschäftigung und anderen Migrationsformen hübsch durcheinander. An anderen Stellen sagen Sie, man müsste das ganz gravierend trennen. Sie machen es immer so, dass es für Sie stimmig ist. Da hilft auch die beste Quelle nichts. Sie tun so, als hätte das Fachkräfteeinwanderungsrecht das Einwanderungsrecht vollkommen liberalisiert in unserem Land. Das ist nicht der Fall. Wir hatten schon vorher ein durchaus liberales Einwanderungsrecht. Das war nur sehr unübersichtlich und sehr bürokratisch. Es ist jetzt übersichtlicher geworden und praxisnäher. Bei den beruflich Qualifizierten sehen wir davon ab, es nur auf Engpassberufe zu fokussieren. Und es wird vor allen Dingen verwaltungstechnisch deutlich besser. Und das ist auch wirklich angezeigt. Oder wollen wir wirklich noch Visumsanträge weiterhin auf dem Postweg bearbeitet wissen? Das ist nicht der Fall. Da ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wirklich ein großer Fortschritt. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird wirken, wenn sich die Unternehmen bemühen, wenn sie wirklich etwas dafür tun, Beschäftigte nach Deutschland zu holen. Und das Interessante ist, das tun sie, auch in der Corona-Krise. Wenn ich mit den IHK spreche, dann sagen die, eines der Themen, die sie gerade trotzdem haben, ist die Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Die Bedarfe sind groß. Wir wissen noch nicht, wie viele darüber wirklich kommen werden. Aber die Kritiken, die Sie hier herbeireden, die sind wirklich durch nichts zu rechtfertigen. Und da kann man wieder zum IAB schauen, die sich die Westbalkanregelung angeschaut haben und festgestellt haben, die Menschen, die über die Westbalkanregelung gekommen sind, die sind dauerhaft beschäftigt, die sind nicht im Niedriglohn beschäftigt, sondern die sind auf einer Lohnhöhe von deutschen Berufseinsteigern beschäftigt. Und sie sind hier gefragt. Und das, obwohl Qualifikation an der Stelle gar kein Kriterium ist. Wir sehen also, dass Arbeitsmigration über Visa geregelt dazu führt, das bestätigt auch das IAB, dass die Arbeitsmarktintegration sehr gut gelingen wird. Ich weiß insofern nicht, was Ihr Antrag soll. Er ist schlicht überflüssig wie ein Kropf. Vielen Dank. Sagt Daniela Frau Kollegin aus der SPD-Fraktion. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, aus gegebenem Anlass weise ich noch einmal auf Folgendes hin. Wenn die Abgeordneten des Deutschen Bundestages ihren Platz verlassen, besteht Maskenpflicht, also Mund- und Nasenschutzpflicht. Ich sehe das schon, dass man auch zum Telefonieren mal schnell loslaufen will. Das Präsidium des Deutschen Bundestages wird diese Anordnung des Bundestagspräsidenten durchsetzen. Heute noch mal mit Ermahnungen, demnächst mit Ordnungsrufen und schlimmeren Geschichten. Also bitte achten Sie darauf, wenn Sie Ihren Platz verlassen oder zu Ihrem Platz gehen, tragen Sie die Mund- und Nasenbedeckung. Als letzter Redner in der Debatte hat der Kollege Prof. Dr. Matthias Zimmer, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der parlamentarische Kalender hat es gefügt, dass wir heute einen Antrag der AfD aus dem Bereich Innenpolitik mit Bezügen zur Arbeit und Soziales behandeln. Am Freitag steht im Plenum ein Antrag auf der Tagesordnung aus dem Bereich Finanzen. Am Freitag geht es um die fiskalischen Folgen der Zuwanderung. Heute geht es um Fachkräftezuwanderung. Am Freitag lautet das Argument der AfD, wir wollen keine Ausländer, weil sie keine Steuern bezahlen. Heute lautet das Argument der AfD, wir wollen keine Ausländer, weil sie Steuern bezahlen. Das zeigt nur eins, Sie brauchen kein Argument. Bei Ihnen ist Hass und Hetze gegen Ausländer Bestandteil Ihrer Triebstruktur. Und deswegen ist jede Rede, die Sie hier halten, ein Denkmal Ihrer Niedertracht. Inländische Arbeitskräfte zuerst, so haben Sie das Ganze publikumswirksam betitelt. Und Ihre Anhänger wissen schon, wie das zu verstehen ist. Wir auch. Wir auch. Ja, die Corona-Epidemie hat zu einer Zunahme an Arbeitslosen geführt und zu Kurzarbeit. Und dennoch ist richtig, wir brauchen langfristig weiterhin Fachkräfte in bestimmten Mangelberufen. Und wenn ich langfristig sage, meine ich nicht die nächsten 1000 Jahre, sondern die nächsten 20 oder 30 Jahre. Wir brauchen diese Kräfte, weil sie absehbar nicht aus dem inländischen und europäischen Arbeitsmarkt rekrutiert werden können. Wir brauchen diese Kräfte, weil sie Wachstumspotenziale der deutschen Wirtschaft freisetzen und damit unsere Exportkraft stärken. Wir brauchen sie aber auch, um beispielsweise den hohen absehbaren Bedarf an Pflegekräften abdecken zu können. Und vielleicht, nun schaue ich zur antragstellenden Fraktion, ist der eine oder andere auch bei Ihnen dankbar.
später von einer fleißigen Pflegekraft betreut zu werden, die nichts weiß von ihrer widerlichen Gesinnung und in ihnen nur den Pflegebedürftigen, den hilfsbedürftigen Menschen sieht. Wahrlich, meine Damen und Herren von der AfD, dann wäre sie, auch wenn sie aus dem Ausland kommt, näher an der Idee der Menschenwürde und der christlichen Caritas, als Sie es jemals gewesen sein werden. Vor knapp einem Jahr hat der Herbstreport des Instituts der Deutschen Wirtschaft alleine für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik festgestellt, es fehlen 263.000 Beschäftigte. Die werden auch fehlen, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist. Es glaubt doch keiner, man könne Arbeitslose einfach zu Spezialisten in MINT-Bereichen umschulen. Nein, hier sind wir auf Zuwanderung eingewiesen im Interesse unserer Arbeitsplätze und unserer Wirtschaft. Viele dieser Spezialisten kommen aus asiatischen Ländern. Und die sehen doch mit Sorge, wie sich durch das Treiben der AfD die Stimmung aufheizt. Wie ausländerfeindliche Parolen ihre klammheimliche Unterstützung finden. Und die überlegen sich vielleicht zweimal, ob sie in einem Land arbeiten wollen, wo eine krawallorientierte Minderheit mit parlamentarischer Vertretung Menschen nach ihrer Herkunft beurteilt, nicht nach der gemeinsamen Zukunft, die man gestalten will. Die überlegen sich, ob sie ihre Familien in ein Land bringen wollen, in dem eine lautstarke Minderheit ihnen sagt, ihr seid nicht willkommen. Ein Land, in dem Übergriffe gegen fremdanmutende Menschen zur Tagesordnung gehören. Ich sage deshalb, schlimmer als der Fachkräftemangel ist das Klima der Ausländerfeindlichkeit, das durch die rechte Seite des Hauses geschürt wird. Sie sind es, die der deutschen Wirtschaft schaden. Sie sind es auch, die den internationalen Chancen unserer Wirtschaft Schaden zufügen. Sie sind derzeit aus meiner Sicht das größte Investitionshemmnis in Deutschland. Deswegen, meine Damen und Herren, gehört für mich zu einem wirtschaftlichen Aufschwung dazu eine eindeutige Absage an rechtes und ausländerfeindliches Gedankengut, eine Absage an die gewaltbereiten Schlägertruppen und ihre parlamentarischen Handlanger und vor allen Dingen eins, hinaus aus dem Parlament mit dieser Truppe.